Jetzt sind wir auf dem Weg ins Olympiastadion, da wo mein Traum ist zu spielen. Wir gehen da jetzt hin und supporten die Mannschaft. Yalla, let's go. Leute, wir sind jetzt im Stadion, Hertha führt. Es steht 1-0 für Hertha. Luisa, mein Traum ist hier zu spielen, Luisa. Nader, vergiss nicht. Die Jindawis machen das Unmögliche möglich. Das darfst du niemals vergessen. Was sagst du dazu, Imani? Luisa, Tor. Gut. Hörst du, Nader? Dein Team. Hey. Nader, das ist unser Ziel. Was müssen wir tun, damit wir da hinkommen? Der erste Schritt, wir müssen gut spielen. Das hast du gestern gemacht. Nader, mein Frero. Ich habe gesehen, du hast 2 Tore geschossen. Frero, und du musst weiter so, dass du Bundesliga spielst. Okay? Gas geben. Ciao, Frero. Der nächste Schritt, die müssen mich zum Training einladen oben. Dann trainiere ich da oben mit und dann muss ich oben zeigen, was ich kann. Und wenn ich oben zeige, was ich kann, habe ich die Chance, hier zu spielen. Wir müssen hart trainieren und du musst zeigen, was du kannst, Nader. Wir glauben an dich, Walla. Hey, Leute, es ist 23 Uhr und Imani kann nicht schlafen. Imani? Imani, warum schläfst du nicht? Ich weiß, was Imani will. Imani möchte Bubbles. Ich zeige euch jetzt, was Bubbles sind. Oh! Wir machen jetzt einen Einkauf für die Woche. Bist du bereit, Imani? Imani filmt. So, der Einkauf ist am Start. Falls ihr euch fragt, wo unser Auto ist, weil das nicht unser Auto ist. Mein Auto bekommt eine Folie, einen neuen Haarschnitt, Seiten auf schwarz-matt. Jetzt bringe ich erstmal das Essen hoch. Luisa, 3 schwere Tüten. Ich bin dein Mann, mach dir keine Sorgen. Das mache ich mit links. Hey. Hallo. Ihr dürft dreimal raten, wer morgen Geburtstag hat. Genau, Baba hat morgen Geburtstag, Leute. Und ich habe lange überlegt, was ich ihm schenken könnte. Und ich kam auf eine Idee. Und die Idee fand ich sogar richtig gut, weil ich Nada zeigen will, dass ich ihn nicht vergessen habe. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber wie vielleicht manche von euch wissen, ich weiß nicht, ob wir das damals erzählt haben, wir haben damals unsere Eheringe geschenkt bekommen. Ja, und dann hat mir Nada irgendwann ja meinen Ring gekauft. Den hier. Den hat er mir dann gekauft. Und jetzt wollte ich Nada auch einen Ring schenken. Ist ein bisschen so unüblich vielleicht, aber ich will ihm damit zeigen, wie wichtig mir die Ehe ist und dass ich ihn nicht vergessen habe. Und ich hoffe so sehr, dass er sich darüber freut, weil das bedeutet mir viel, dass ich ihm das schenke. Ich glaube, das ist eine gute Geschenkidee, oder Leute? Oh mein Gott, Leute, ich freue mich so. Er wird damit, glaube ich, niemals rechnen. Niemals. Okay, Leute, wir sind gerade den Ring kaufen. Ich hoffe, er wird sich freuen. Ich darf nicht so laut sein, ich meine, ich schläfe. Nada hat Geburtstag. Happy Birthday to you. Wünsch dir was? Ich wünsche mir... Das darfst du nicht laut sagen. Ich sag's jedes Mal an meinem Geburtstag. Ich habe alles und ich habe mehr bekommen in meinem Leben, als ich wollte. Okay, dann wünsche ich mir was. Hey, willst du mein Wunschclown jetzt oder was? Ich will aber trotzdem was wünschen. Okay, Wunsch. Aber was willst du dir wünschen? Dass du dieses Jahr zu den Profis gehst. Amerika, Amerika, das Frühstück ist fertig. Seid ehrlich, wie findet ihr es? 1 bis 10 kommentiert. Okay, here we go. Here we go. Happy Birthday to you. Geburtstagskind. Bitte, du hast doch gestern Abend schon gesungen. Egal, wir werden heute noch öfter singen. Jetzt gibt's einmal Frühstück ans Bett. Nochmal Kerze auspusten. Nochmal Kerze auspusten. Dankeschön. Alles gesund. Stellt euch mal vor, ihr werdet so geweckt. Mit diesen Knie. Hallo? Und hast du die Rose gesehen? Ja, natürlich habe ich sie gesehen. Die ist für die Liebe. Nein, nein. Hey, Nader, Imani schläft. Ich weiß. Du hast gut gefrühstückt. Ich weiß. Du hast 2,5 Stunden Zeit, um zum Friseur zu gehen. Und dann treffen wir uns 16.30 Uhr bei deinen Eltern. Hey, Imani ist endlich aufgestanden. Wuhu! Und
Und jetzt wird einmal ihr Outfit gewechselt. Imani? Eins, zwei. Wow! Imani, du bist so schön! Ja, das sind Boots. Und du hast so ein schönes Kleid an. Wow! Bist du bereit, Imani? Ja! Let's go! Hey, Leute, die erste Idee hat einfach nicht geklappt. Es ist viel zu windig draußen und es ist richtig kalt. Ich habe versucht, die Teelichter anzumachen, aber durch den Wind sind die ganze Zeit ausgegangen. Deswegen mache ich es jetzt einfach hier drinnen. Ich mache jetzt einfach Plan B. Ich mache jetzt ein riesen Herz aus Teelichtern. In die Mitte lege ich das Geschenk und ja, überraschen einfach so. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Es war eigentlich anders geplant. Guck raus, da ist ein Tisch und alles aufgebaut, aber es war so windig, das hat nicht geklappt. Ich möchte dir hier etwas schenken. Dieses Geschenk bedeutet mir sehr viel. Ich möchte dir das schenken, damit ich dir auch zeige, dass ich auch an dich gedacht habe. Was ist das? Ich verstehe es nicht, Wanda. Ich brauche keinen Schmuck, ich brauche kein Geld, ich brauche nichts. Ich habe alles. Ich sage das nicht nur zum Spaß, Wanda. Dieses Geschenk hat eine tiefere Bedeutung. Ein Ring? Ja. Für mich? Ja. Warum denn für mich ein Ring? Weil deiner auch geschenkt ist. Und der ist jetzt von mir. Aber ist doch mein Geschenk. Ich muss weinen. Warum meinst du? Keine Ahnung. Warum schenkst du mir einen Ring, Luisa? Weil wir unsere Ringe geschenkt bekommen haben. Ja und? Und du meintest zu mir, dass wenn du Geld hast, dass du mir einen Ring kaufst. Jetzt wollte ich dir auch einen Ring schenken. Jetzt können wir unsere Ringe aneinander machen. Hey, Nadel, es geht jetzt weiter. Wir müssen los. Wohin? Es geht los jetzt. Hast du eine Ahnung, was wir jetzt machen werden? Wallah, ich habe keine Ahnung. Wir fahren jetzt an einen unbekannten Ort. Sehr ehrlich, bist du ein bisschen aufgeregt? Luisa, ich weiß nicht mal, was kommt, ja. Hey, Nadel, ahnst du schon jetzt? Nein, Wallah. Irgendwas mit Wasser auf jeden Fall. Ja, richtig. Aber was? Schiff fahren? Nein, nicht um die Uhrzeit, oder? Ey, weißt du, das ist gerade ein bisschen unheimlich, weißt du, ne? Warum? Du bringst mich hier irgendwo an den Ozean von Pazifik. Oh, was ist hier los? Kerzen. Wow. Paket von Nike. Abo. Oh mein Gott, was ist da drin? Yeah. Abo, was ist das für eine Mütze? Anziehen mit Anziehen, präsentieren. Ein Glückskick. Mal sehen, was drin steht, oder? Okay, mach auf. Was steht da drin? Bringen Sie einen aufregenden Tag. Es ist ein aufregender Tag! Ai, ai, ai. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Hey, wow. Ey, Leute, ich habe gerade erfahren, dass ich bei den Profis mit trainiere. Ey, ich bin so aufgeregt, Mann. Ich trainiere bei den Profis. Nadel hat mich gerade angerufen, er geht zu den Profis, aber hat seine Tasche vergessen. Ich fahre jetzt sofort dahin. Ich ziehe mich jetzt schnell an und dann renne ich los. Let's go. Luisa, auf diesen Moment habe ich jahrelang gewartet. Ich muss kacken. Hey, wow. Ich küsse deine Augen, du Traumfrau. Du bist mein Traumfrau. Mein Liebe. Hola Luisa, ich war ein bisschen nervös. Ich hab Tor gemacht dabei. Niemals. Ja, aber so Dings, Trainingstor. Egal. Wenn Menschen gestorben sind, leben sie noch heute. Seid ihr eingeschlafen?